herzlich willkommen zum Workshop Nummer 6 mit dem Titel Soziale Arbeit und Betriebswirtschaft, ein permanenter Konflikt oder notwendige Ergänzung. Wir hätten es so geplant, dass wir alle vier Impulse nach der Reihe mal auch uns darauf konzentrieren und darauf einlassen, auf diese vier Impulse, und dass wir dann im Anschluss eine Debatte führen und mehrere Runden an Debatte führen. Und insofern gebe ich als erstes das Wort an die Mechthild Seite. Okay. Ich fange mal etwas allgemein an und werde dann aber versuchen, in einem Beispiel mal deutlich zu machen, wie mir zum ersten Mal dieses Problem begegnet ist, was mich sehr nachhaltig geprägt hat und womit ich mich im Grunde immer noch auseinandersetze. Zunächst mal möchte ich, ähnlich wie meine Nachbarin, von vornherein sagen, dass es nicht um eine Schwarz-Weiß-Malerei zwischen Sozialarbeit hier als Gutes, also es kann manchmal auch ganz gar nicht gut sein, und Betriebswirtschaft als grundsätzlich Negatives geht. Es geht um etwas anderes, es geht um die Frage, wie diese beiden Professionen, sag ich mal, zusammenarbeiten müssten, damit die soziale Arbeit keinen Schaden nimmt, beziehungsweise damit die Betriebswirtschaft der sozialen Arbeit hilft, eine bessere soziale Arbeit zu werden. Das, denke ich, müsste und könnte ihre Aufgabe sein, und damit hätte ich überhaupt keine Probleme. Im Gegenteil, das wäre eine gute, wichtige Sache. Also mit solchen Vorstellungen ist in den 80er Jahren in Deutschland damals auch angefangen worden, als es darum ging, jetzt auf einmal die neue Steuerung, war ja das damals das Schlagwort, in die soziale Arbeit mit einzubringen, wie in viele andere Felder. Da haben viele gedacht, okay, das kann der sozialen Arbeit gar nicht schaden, wenn da mal einer guckt, wie das Geld, wie die Geldströme laufen, und dass man so ein bisschen rationeller daran geht und ein bisschen organisierter und strukturierter. Passiert ist dann allerdings etwas anderes. Es hat sich die Tendenz, die soziale Arbeit von ihrer eigenen Profession wegzubringen und unter eine ganz andere Vorstellung ihrer Ziele und Aufgaben und Methoden zu stellen, durchgesetzt. Ich will es nur an einem Beispiel nennen, und zwar auf der politischen Ebene. Ich denke, die Ebene, die wir hier stehen haben, nur Betriebswirtschaft und soziale Arbeit, ist viel zu knapp gedacht. Es waren politische Hintergründe und zum Beispiel auch Gesetzesänderungen. In unserem Kinder- und Jugendhilfegesetz in Deutschland gab es eine Gesetzesänderung, die die Gemeinnützigkeit von Trägern abschaffte und ab dato, das war schon 78, erlaubte, dass man soziale Arbeit auch betreiben kann, um damit Gewinn zu machen. Ganz klar, das war sozusagen der Einstieg in eine soziale Arbeit, die plötzlich unter ganz anderen Prämissen arbeiten konnte und durfte, als das bisher der Fall war. Es wurden von da auch die sozialpolitischen Ziele geändert, denen Sozialarbeit zu folgen hatte. Mit dem Begriff aktivierender Staat und Hartz IV können Sie ja sicher alle auch was anfangen. Ab da wurde die Sozialarbeit sukzessive immer mehr in den Dienst einer Politik gestellt, die dazu ausgelegt war, dass die Menschen in allererster Linie sozusagen ihre Probleme selber in die Hand nehmen, für sich selber sorgen, dem Staat nicht mehr auf Säckel fallen, sondern sich selbst ernähren können, wie auch immer und mit was für möglicherweise katastrophalen Bedingungen sie das auch schaffen. Auf jeden Fall Hauptsache, sie brauchen keine Unterstützung mehr. Und die Betriebswirtschaft, die dann hinzukam zu diesen politischen Zielen, hat diese Ziele, so wie sie angewandt wurde und wie sie genutzt wurde, versucht durchzusetzen und umgesetzt. Und das ist die Stelle, wo ich mal mit meinem Beispiel anfangen will, damit Sie mal sozusagen praktisch sehen, was ich meine. 1987 arbeitete ich im Jugendamt in Wiesbaden, und wir hatten dort unter anderem eine Erziehungsberatungsstelle im Jugendamt, die sich zum Ziel gemacht hatte, für die Klienten des Jugendamtes auch arbeiten zu können. Ich weiß nicht, wie das hier aussieht mit Erziehungsberatung in Österreich. Die Erziehungsberatung in Deutschland hat so eine Mittelschicht-Tradition, sehr, sehr lang, existiert auch ja schon länger als die Jugendhilfe eigentlich. Und es ist eine Jugendhilfeeinrichtung, die im Gesetz genannt wird, hat einen eigenen Paragraphen dort bekommen, die sich aber doch sehr, sehr autonom und unabhängig versteht. Und die normalerweise, also sagen wir mal, mit dem Jugendamt zum Beispiel gar nichts groß zu tun hatte damals.
Und wir hatten eine Erziehungsberatung eingerichtet in einem sozialen Brennpunkt, in einer Wohnung im 10. Stock, in einem 13-Stöcker. Und was zum Beispiel, um das ein bisschen anschaulich zu machen, dazu führte, dass wenn wieder mal der Fahrstuhl ausgefallen war, die Leute froh waren, wenn sie im 10. Stock mal bei der Erziehungsberatungsstelle klingeln konnten und dort am Küchentisch saßen und einen Tee getrunken haben und über dieses und jenes geplaudert haben. Das war soziale Arbeit und die wurde bezahlt, die war gewollt vom Jugendamt. Und wir hatten also nicht mehr das Problem, dass die Leute nach dem ersten Gespräch wieder weg waren, weil sie mit diesem Gerede und diesen fremden Verhältnissen, die sie da trafen, nicht zurechtkamen, sondern fühlten sich richtig wohl. Und wir haben also sehr intensiv mit sogenannten Unterschichtklienten arbeiten können. Und dann kam der Tag, wo der Jugendamtsleiter uns fragte, was ist eigentlich unser Produkt? Und kurz danach kam der Tag, wo er sagte, hör mal, rechne doch bitte mal aus, wie viel bei euch in der Erziehungsberatungsstelle eine Stunde Arbeit genau kostet. Also Personalkosten, Sachkosten, alles eingerechnet. Es gibt in Wiesbaden nämlich noch drei andere, freie Träger, katholisch, evangelisch und ein also nicht konfessioneller. Und wir müssen wissen, was ihr alle kostet, damit das also konkurrenzfähig ist. Und ich fürchte, wir sind viel zu teuer. Sagte ich meinem Jugendamtsleiter, du, wir haben das zusammen eingerichtet und es geht genau darum, dass wir teurer sind und sein müssen, weil unsere Klienten länger brauchen. Sie brauchen eine Motivierungsphase, sie brauchen eine Anlaufphase. Sie machen auch in ihren Lernprozessen den einen oder anderen Rückschritt oder Zirkel und mit diesen Klienten geht die Arbeit eben langsamer. Und das war vorher auch zwischen uns völlig abgesprochen, aber es hatte sich plötzlich ein Wind gedreht und es interessierte auf einmal niemand mehr, warum wir teurer waren, sondern es war nur noch der Vergleich da, eine Stunde Erziehungsberatung darf nicht mehr kosten bei der Stadt, war ja städtisch, als bei den freien Trägern. Und unsere ganze inhaltliche Konzeption, die natürlich eine parteiliche, sozialarbeiterische war für bestimmte Klienten, war auf einmal Makulatur. Ich habe damals sehr gestaunt, ich habe auch nicht begreifen können, wie ein Mensch, wie der Jugendamtsleiter so sein Fähnchen von heute auf morgen umgehängt hat, aber genau so war es. Und ab dann ging es eigentlich nur noch ums Geld, ums Kürzen und es waren inhaltliche Ziele sozialer Arbeit weder gefragt noch erwünscht und wurden eigentlich ab dann nivelliert. Und wir haben ab da dann nur noch gekämpft, sind wir nicht zu teuer, wo können wir sparen, damit wir nicht teurer sind als die anderen, also das, was eigentlich heute in großem Maße immer noch existiert. Das war damals der Anlass, warum ich gegangen bin und gedacht habe, Hochschule sei anders. Das hat sich natürlich als ein großer Irrtum erwiesen. Das ist genau meine erste Erfahrung mit Ökonomisierung, das heißt, es sind auf einmal also Kennzahlen und so weiter, sind die äußeren Merkmale davon, aber es ging im Grunde im Kern darum, eine parteiliche Arbeit, die inhaltlich, methodisch so vorgeht, dass sie bestimmte Leute erreichte, die man sonst nicht erreichte mit diesen Mitteln, die ist auf einmal nicht mehr unser Ziel, darf nicht mehr unser Ziel sein, sondern es geht jetzt nur noch darum, bieten wir eine Dienstleistung an und die muss möglichst günstig sein und wenn es jemand gibt, der diese Dienstleistung billiger anbietet, dann macht ihr was falsch. Ja? Und das war für mich so auch der erste Einstieg in die Deprofessionalisierung, weil nicht mehr wir überlegen konnten, was wollen wir eigentlich, wen wollen wir erreichen, wo wollen wir dahin, was wollen wir für Ziele erreichen, sondern wo auf einmal nur noch die Frage galt, rechnet ihr euch, seid ihr effizient? Natürlich auch seid ihr effektiv, aber mit effektiv war auf einmal was ganz anderes gemeint. Da wurde nicht mehr gefragt, was machen die Leute denn heute und wie geht's denn heute, sondern sie waren so und so viele Stunden da und sind dann konnte der Fall abgeschlossen werden. Ja, das war der ganze Erfolg, den wir definieren durften. Das war dann unsere Kennzahl. Also die Kürze wurde belohnt, ob sie sinnvoll war oder ob sie nicht sinnvoll war, war völlig Schnuppe. Also da kam also praktisch eine Oberflächlichkeit rein durch diese kurzsichtige, der Blickwinkel, der eben nur noch darauf ging, erstens Geld zu sparen, zweitens aber alles möglichst günstig und effizient anzubieten, ohne zu gucken, was eigentlich dabei rauskam und ohne zu gucken, was eigentlich gemacht wurde und was das Ziel war. Und ich denke, das ist genau der Prozess, der sich in den Jahren weiterentwickelt hat. Irgendwann wird er auch Österreich erreicht haben, ich glaube etwas später, und der sich für meine Begriffe bei uns immer noch verschärft und im Moment sogar noch, wird noch mehrfach eins draufgesetzt. Also man sagt zum Beispiel Familienhilfe, sozialpädagogische Familienhilfe, wozu brauchen die denn Hausbesuche? Sollen die Leute doch kommen, dann sparen wir die Fahrkosten.
Ja, also das sind massive Eingriffe in fachliche Methoden, in fachliche Zielsetzungen, in fachliche Kriterien. Immer mit dem Argument, ihr seid zu teuer oder ihr kostet zu viel oder ihr macht Sachen, die nicht nötig sind. Ne, denn nötig scheint im Moment eben wirklich bei uns nur noch, dass die Leute sich so, dass sie funktionieren, dass sie einen Nutzen für die Gesellschaft bringen und dem und die Gesellschaft nichts kosten. Also darauf kann man es fast reduzieren. Ich habe das jetzt so ausführlich erzählt, damit also klar wird, was eigentlich passiert. Es geht mir nicht so sehr darum, dass wir plötzlich mit Messen zu tun haben oder mit Maßzahlen und so. Das ist alles schwierig. Und da kann man sich natürlich darüber streiten, ob, wenn man das Richtige misst, es nicht doch einen Sinn macht. Oder man kann sich darüber streiten, ob eben Management nicht wirklich nötig ist. Das würde ich schon denken. Für mich ist die entscheidende Frage, wozu dient das alles? Und wenn es dazu dient, im Grunde die soziale Arbeit von sich zu entfernen, so wie ich es in meinem Beispiel erlebt habe, dass Leute kommen und mir sagen, was ich tun soll, obwohl ich es fachlich nicht richtig finde. Dass Leute kommen und sagen, wenn du nicht das und das machst, wirst du nicht bezahlt, auch wenn ich es fachlich anders finde. Dass Leute kommen und sagen, Leute, die eben länger brauchen, die haben Pech gehabt, genau wie es bei Hartz IV ist. Ne? Leute, die dreimal da waren und immer noch nicht den Kurs besuchen, die werden als aktiviert in der Akte abgeheftet. Und das war's. Aktiviert heißt im Grunde, wir haben ihnen eine Chance gegeben, die haben sie nicht ergriffen. Also mitunter, ne? Manche ergreifen ja auch die Chance, aber wenn sie es nicht ergreifen, haben sie Pech gehabt. Und genau nach diesem Motto sollten wir auf einmal, Besuch hier von der Fliege, sollten wir auf einmal soziale Arbeit machen. Und da waren eben die betriebswirtschaftlichen Dinge waren sozusagen Ausdruck davon. Die dienten dazu, das sozusagen durchzusetzen, dass wir uns so verhielten. Da wurde eben gesagt, ne, Erfolg ist, du hast nach 5 Beratungsgesprächen alle Themen abgehakt, die Leute wissen Bescheid und gehen. Aber dass die nicht mit vom Bescheid wissen, irgendwas sich ändert, sondern dass man mit denen was erarbeiten muss, das interessierte keinen mehr. Und so wurde praktisch Schritt für Schritt, nicht etwa nur in der Erziehungsberatung, das ist ja nur ein Beispiel, in allen Bereichen, die ich erlebt habe, durch das stückweise Reduzieren auf bestimmte Ziele und die Einführung der Betriebswirtschaft, die dieses unterstützt hat durch ihre oberflächlichen Kriterien, sage ich mal, die zumindest der sozialen Arbeit und ihrer komplexen Materie nicht gerecht werden, wurde Stück für Stück deprofessionalisiert, wurde die Parteilichkeit immer schwieriger. Es hieß, Leute, die sich nicht rechnen und die, wo man das Gefühl hat, da kommt kein Erfolg raus, die lassen wir liegen. Also nur ein konkretes Beispiel aus der Jugendberufshilfe. Man hat 13 Klienten und kriegt einen Kurs von der Arbeitsagentur angeboten mit 8 Plätzen. Dazu wird gesagt, nehmt die 8, die die größte Wahrscheinlichkeit haben, dass sie den Kurs erfolgreich beenden. Danach kann man Betriebe führen, klar, danach kann man produzieren, aber in der sozialen Arbeit würde ich zunächst mal sagen, so habe ich sie gelernt und immer verstanden, such dir die aus, die am meisten Unterstützung brauchen und die müssen das kriegen. Und es ist jetzt genau andersrum. Die anderen, wie viel sind übergeblieben? Die 5 haben die Chance nicht gekriegt, weil sie eben wenig Erfolg sprachen oder weil man die vielleicht nochmal hätte durchlaufen lassen, die haben Pech gehabt. Und da, finde ich, sieht man, dass also es nicht einfach nur ein Schönheitsfleck ist, diese betriebswirtschaftliche Art, wie man die Sozialarbeit inzwischen gestaltet, sondern dass es tatsächlich um politische oder fachpolitische, sozialpolitische Inhalte dabei geht, die einem halt so umgedreht werden. Und aus diesem Grunde denke ich, eine Betriebswirtschaft, die diesen Effekt erzielt und die dazu genutzt wird, die halte ich tatsächlich für unseren Fachbereich für ausgesprochen problematisch. Eine Betriebswirtschaft, die sich in den Dienst unserer Ziele stellen würde, die also meinetwegen sagen würde, okay, ihr macht also eine Erziehungsberatung, um an dem Beispiel zu bleiben, für sozial Benachteiligte in sozialen Brennpunkten, das ist ja ganz ungewöhnlich, normalerweise kommt ja diese Dienstleistung bei denen gar nicht an, die schaffen das gar nicht. Da stecken wir ordentlich Geld rein, aber wir gucken eben auch, wie wir euch helfen können, dass, sagen wir mal, die Struktur und das Management so läuft, dass ihr das wirklich hinkriegt. Da würde ich sagen, wunderbar, wir kooperieren. Aber es ist natürlich eben in diesem Falle völlig genau andersrum gelaufen. Ne? Das, was mehr gekostet hat, wurde nicht gewechselt, weil es eben mehr gekostet hat. Und keiner hat mehr gefragt, warum.
Und ich denke, da sehe ich also diese Problematik bei unserem Thema. Ich finde eben zu sagen, Betriebswirtschaft und soziale Arbeit alleine so gegenüberzustellen, ist sehr, sehr schwierig, weil man lange diskutieren darüber kann, ob nicht Betriebswirtschaft irgendwo auch nötig ist. Das ist richtig, würde ich schon sagen. Und man kann lange darüber diskutieren, dass nicht Betriebswirte das eigentlich gar nicht wollen, dass die auch ganz vernünftige Menschen sind. Ich denke, das Entscheidende ist die Politik dabei. Das heißt für uns Sozialarbeiter natürlich auch, wenn wir nicht politisch denken, passiert genau das, dass man uns irgendwo hintreibt, wo wir eigentlich nicht hinwollen. Wenn wir wissen, was wir als Sozialarbeit erreichen wollen, was wir für ein Ziel haben, und ich will da nicht gleich sagen, die Gesellschaft ändern, aber mein Ziel ist zum Beispiel, sozial benachteiligten Leuten das Leben erträglich machen. Das wäre für mich auch schon ein politisches Ziel. Und vielleicht auch noch mit einem Auge gucken, warum es dem so schlecht geht und irgendwo mitreden, dass die Verhältnisse anders werden. Das ist, finde ich, ein bescheidenes Ziel, aber ein Ziel, was ich heute, jedenfalls in Deutschland, kaum noch umsetzen kann, weil überhaupt niemand mehr dafür Geld gibt, sondern es gibt nur noch Geld gegeben für die soziale Arbeit, die man braucht. Daran passen sich unendlich viele an, unter anderem auch, weil sie gar nichts anderes kennen. Also die Leute, die 10 Jahre in der Arbeit sind, die haben nie eine andere Sozialarbeit erlebt. Vorhin wurde gesagt, es war früher nicht alles besser. Natürlich war früher nicht alles besser, aber ich denke, dieser Umschwung, den ich eben beschrieben habe, der hat stattgefunden. Wir konnten früher eine soziale Arbeit durchsetzen, die für die Klienten war. In vielen Fällen musste drum kämpfen, das musste man immer, auch um Geld und auch gegen Unvernunft und Unwissen. Aber man konnte damit landen und es war nicht ein politischer Gegenwind, der das von vornherein ausgeschlossen hat. Und es gab auch eben keine fremde Profession, die sozusagen alles dazu getan hat, dass wir vergessen, was wir eigentlich sind und was wir wollen. Und deswegen würde ich sagen, Konflikt ist mir da ehrlich gesagt noch zu wenig. An der Stelle würde ich sagen, Sozialarbeiter, besinnt euch, was ihr seid, was ihr wollt und seht dazu, dass die Betriebswirtschaft euch dient, aber nicht euch dominiert. Vielen Dank. Danke für dieses erste Statement. Danke. Danke. Schließen wir an. Gern. Gut. Ich möchte ein bisschen... Na, was anderes, nochmal zur Wirtschaft, eine kleine Geschichte. Ich habe eine gute Freundin gehabt und die war Wirtschaftlerin und ich habe erzählt von meiner Arbeit in der Haftentlassungshilfe vor vielen Jahren und dann erzähle, dass die sich so schwer tun und so weiter, wieder Fuß zu fassen und so. Und dann sagt sie, ein Wahnsinn, gerade in diese Menschen müsste man investieren, ja, dass sie überhaupt eine Chance haben, und zwar massiv investieren, damit die wieder auf die Beine kommen und dass sie wieder eine Chance kriegen. Also das ist auch, ja, denke ich mal, eine gute Betrachtung dieses Themas. Wie gesagt, das war eine Wirtschaftlerin. Von der anderen Seite möchte ich aber doch einiges schildern, was ich irgendwie beobachtet habe aufgrund eigener Erfahrungen oder natürlich auch aufgrund von Erfahrungen von vielen anderen, die im Sozialbereich, aber auch im Gesundheitsbereich tätig sind. Was passiert, wenn eben genau Finanzkontrollung sozusagen die Macht, die Regie übernimmt? Insbesondere in größeren Organisationen, wir wissen, dass sich sozusagen im Sozialbereich ein Markt entwickelt hat zwischen Anbietern und Nachfragern, dass es da Konkurrenz gibt, dass es immer schwieriger ist, zu Geldern zu kommen und so weiter, dass anstatt sozusagen beispielsweise Sozialplanung eben das Vergabewesen sozusagen eine Rolle spielt. Und ich kann mich noch erinnern, also ich war vor vielen, vielen Jahren zu Beginn meiner Berufstätigkeit in einer Behörde quasi tätig beim Land Tirol, in einer Beratungsstelle für Alkohol- und Drogengefährdete. Und es war unglaublich kompliziert. Es war schwierig sozusagen in dieser Struktur zu arbeiten, wenn man einen dringenden Brief hatte, dann haben wir den selber aufgegeben und selber frankiert, weil das hätte sonst müssen über die Landhauspost gehen und so weiter und so fort. Und wir haben das, also
immer wieder gesagt, naja, private Träger, die werden das sicher viel, viel besser machen und die sind flexibler und so weiter und so fort. Ist ja zum Teil dann auch eingetreten und denke mal, aus guten Gründen hat man bestimmte Bereiche privatisiert. Aber, und da zitiere ich jetzt den Wolfgang Graz, es entstanden Bürokratien im neuen modischen Gewand. Es hat dann begonnen mit Organisationsreformen, mit Coaching, mit neuen Konzepten, mit neuen, keine Ahnung, Zusammenlegen von Einrichtungen, Teamentwicklungen, dann im nächsten Augenblick sozusagen wieder genau die Spaltung dieser Teams, neue Organisation und so weiter und so fort. Es war immer, man hat das Gefühl gehabt, gut ist nur, wenn nichts so bleibt, wie es ist, sondern, und ich glaube, das liegt schon ein bisschen in diesen dieses Denken, alles was quasi, es muss immer alles anders werden. Ja? Wenn etwas so bleibt, wie es ist, dann ist es schlecht. Das heißt, Erfahrungswissen wird entwertet, man weiß von oben quasi besser, was zu tun ist. Es wird nicht zurückgegriffen auf die Kompetenz der Mitarbeiter. Es wird da nicht... Es wird wenig Wert gelegt sozusagen auf Strukturen, auf Wir-Gefühle. Im Gegenteil, man hat fast das Gefühl, das ist nicht gewollt. Das ist kontraproduktiv oder wird als kontraproduktiv empfunden. Es ja, soll kein Stein auf den anderen bleiben. Was dann weiter war, also wahrscheinlich kennen viele von Ihnen das, eben eine immer akribischere Dokumentation, immer akribischere Leistungs- und Verrechnungsvorgaben und so weiter. Und irgendwie immer die Vorstellung dahinter, dass alles planbar sein muss. Ja? Also auch wenn die Dinge sehr komplex sind, es muss sozusagen alles abgesichert werden, es darf keine Unberechenbarkeiten geben, es muss also alles begrenzt, eingezäunt und domestiziert werden. Das heißt, Individualität oder Eigensinn oder Kreativität haben da eigentlich im Grunde keinen Platz mehr. Und dann kam noch dazu natürlich eine unglaubliche Regelungsflut, zunehmender Kontrolldruck und damit verbunden auch ein Anstieg des administrativen Aufwandes. Aber da kommen wir ein bisschen dazu. Eine Entwicklung, weil ich gesagt habe, administrativer Aufwand, Klientendokumentation, denkt man, das ist ein Arbeitsinstrument, aber man hat da immer mehr sozusagen auch das Gefühl gehabt, es dient weniger der Fachlichkeit, es dient der Kontrolle und der möglichst durchgängigen Kontrolle der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und dahinter steckt schon auch, das unterstelle ich jetzt einfach, ein gewisses Misstrauen gegen das, was Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen machen, bis zur Unterstellung von Unfachlichkeit oder sogar krimineller Energie. Ich könnte dazu dann in der Diskussion schon Beispiele nennen. Das ist möglich natürlich, weil die Entwicklung der Informationstechnologie das alles ermöglicht. Nicht? Man kann jetzt sozusagen im Computer alles abrufen und Richard Sennett, ein amerikanischer Soziologe, hat gesagt, also so moderne Bürokratien, Institutionen funktionieren, er bezeichnet es als, er vergleicht es mit einem CD-Player. Also oben, die können immer sozusagen alles sich anhören, sie können das durchmischen, es ist alles kontrollierbar und wie gesagt, alles auch jederzeit änderbar.
die Hierarchie ist zwar vielleicht flache, aber das macht auch Angst. Ja? Also es macht auch bei den Mitarbeiterinnen, erzeugt es Angst und Unsicherheit. Und wenn man das Gefühl hat, immer mehr die Institutionen verfolgen eigentlich nur mehr kurzfristige Ziele und bilden im Grunde oder bieten im Grunde keinen stabilen Rahmen mehr. Was damit einhergeht, ist eine Standardisierung der Leistungen. Also, die Klientinnen werden zu Kunden, die Angebote werden zu Produkten, die Angebote sollen auch möglichst gleichmäßig an alle angeboten werden. Effektivität und Effizienz sind die Schlagwörter. Ich sage nur dazu, also die Klientinnen mit Kundinnen zu verwechseln, denke ich mal, ist ein großer Fehler, weil die Klientinnen können sich das ja nicht wirklich aussuchen und können auch beispielsweise unter Anführungszeichen Produktionsfehler nicht sofort abstrafen und schon gar nicht, wenn sie beispielsweise im Zwangskontext Klientinnen sind. Standardisierung von Leistungen heißt Qualitätshandbücher, Regelungen aller Art bis ins letzte Detail und natürlich die Kontrolle, ob dies danach gearbeitet wird für Kreativität oder was auch immer. Es gibt keine Spielräume, darüber hinauszugehen, ist kein Platz. Es gibt einen, der in diesem Zusammenhang spricht von einer McDonaldisierung der sozialen Arbeit. Und natürlich, es ist auch möglich, sozusagen damit quasi so Dinge dann wie diese Kontrolle macht es möglich, sozusagen den Arbeitsdruck zu erhöhen. Beispielsweise, ja, also ich kann mich nur erinnern, also ich habe immer geschaut, naja, man hat ein Gefühl gehabt, man hat mit den Leuten geredet, also wie schaut es aus mit der Belastbarkeit und vielleicht geht es den einen gut oder den anderen schlecht, aber wenn man dann die Möglichkeit hat, auf den Knopf zu drücken und zu schauen, ah, das zählt so und so viel und er hat so quasi insgesamt so und so viel Auslastung, dann braucht es ja nicht mehr, nicht? Weil da habe ich es eh schwarz auf weiß vor mir, ist ausgelastet zu, keine Ahnung, 70%, 80%, 120%. Ich muss ja mit den Leuten nicht mehr reden, sondern davon, ja, danach handle ich, ja. Red über, schau in den PC und Gespräche, Teamsitzungen, was auch immer, sind dann immer notwendig. Wie gesagt, ich sehe sie im Computer und ich weiß, was ich tun muss in den Regelungen. Das führt zu etwas, was die Mechthild Zeiter schon gesagt hat. Auch, dass man sich, also dieser Druck, möglichst unter Anführungszeichen effektiv und effizient zu sein. Man kann es ja beispielsweise in sozialökonomischen Betrieben oder jedenfalls in Tirol beobachten, dass man sich die Klienten aussucht, die am erfolgsversprechendsten sind, ja, mit denen man sozusagen die besten Ergebnisse hat. Es gibt ja den Ausdruck Creaming dazu. Und ich wiederhole das jetzt nicht, also ich nehme nicht die Klienten, die es am notwendigsten haben, sondern ich nehme die Klienten, die sozusagen, mit die ich am besten abrechnen kann oder möglichst ja zu 100% abrechnen kann und wo ich die besten Zahlen dann letztendlich haben, was aber natürlich letztendlich dazu führt, zu einem Nivellierungswettbewerb zulasten eben genau der schwächsten Klienten, die sich möglichst angepasst, resilient, sozial konform und so weiter zu verhalten haben. Es hat letztendlich natürlich auch Folgen für die Organisationen. Da gibt es zwar, gibt's alles Mögliche, Leitbilder, Corporate Identity und was weiß ich, was immer, aber ich sage alles, das ersetzt nicht
eine Leidenschaft für sozialpolitische Themen, für Engagement. Das sehe ich immer weniger in vielen Einrichtungen. Und ich glaube letztendlich, es ist eine große Gefahr, weil es, ich glaube, es führt dazu, dass man überspitzt gesagt gar keine qualifizierten Sozialarbeiterinnen mehr braucht, sondern das alles auch mit angelernten Hilfskräften erledigen kann. Also es ist insofern Außensicht, dass ich nicht mittendrin stecke, aber zum anderen bin ich also von Supervision bis hin zur Aufsichtsratstätigkeit nicht so völlig weit weg. Aber ich glaube, man muss also in der Analyse ein paar Ebenen voneinander unterscheiden. Also das eine ist die politische Ebene, und das haben Sie ja, Frau Seite, sehr schön dargestellt, wie da plötzlich der Wandel war von, wir müssen auch Bürgern, von denen wir nicht viel erwarten können, eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Und das wollen wir uns was kosten lassen, zu, also wir investieren nur mehr dort, wo sich's rechnet. Und das war einfach ein Wandel des politischen Paradigmas. Und um das umzusetzen, um das umzusetzen, wurde ein Teilausschnitt der Betriebswirtschaftslehre missbraucht, beziehungsweise hat sich auch mehr oder weniger willig missbrauchen lassen. Was meine ich mit Teilausschnitt? Also eine zentrale... So? Okay, gut. Also eine zentrale, hat also ein Management-Guru formuliert, Peter Drucker, ist: What business are you really in? Das heißt, bevor ich jetzt an irgendwelche Erbsenzählereien herangehe, muss ich mal im Klaren sein, was ist eigentlich mein Geschäft, was ist meine Mission, wofür bin ich da, was will ich erreichen? Und in dieser Allgemeinheit sind das also durchaus auch zentrale sozialarbeiterische Fragen. Ne? Was will ich erreichen, wie will ich das erreichen und woran werde ich merken? Und dazu brauche ich nicht unbedingt harte oder nur harte Indikatoren, dass ich was erreicht habe. Und also auch wieder eine betriebswirtschaftliche Argumentationsfigur, man unterscheidet zwischen Kernprozessen, also dem, wozu man eigentlich da ist, und Unterstützungs- und Managementprozessen. Und jeder Betrieb schaut drauf, dass er also nur das über seine Leistungsprozesse drüber baut, was unbedingt notwendig ist. Und im Non-Profit-Bereich, aber auch im öffentlichen Sektor, leistet man sich den Luxus, der Unterstützungs- und Managementprozesse darüber zu hängen, die nicht notwendig sind, die teilweise hinderlich sind und die Kosten produzieren, die nicht notwendig sind. Was mehrere Ursachen hat, zum einen, weil es von öffentlichen Geldgebern verlangt wird, wobei die das teilweise, würde ich behaupten, durchaus mit Augenzwinkern verlangen, die also selbst unter dem Druck sind, Kennzahlen zu produzieren und daher aus eigenem Wissen also so unbedingt aussagekräftig sind, aber sie wollen ihrerseits Kennzahlen zugeliefert bekommen, um sich legitimieren zu können. Also schon eine Folgerung, also irgendwie müsste man mit den Leuten, die das verlangen, auch darüber reden, eine Metakommunikation betreiben, was läuft da eigentlich für ein Spiel und wie können wir es so spielen, dass wir gut arbeiten können und trotzdem also nicht das Gesicht verlieren. Zum anderen geht es schon also um zwei diametral entgegengesetzte Menschen- und Organisationsbilder. Also das eine, die Bürokratie im alten und wie Walter Greidel schon angesprochen hat, neuen Gewand, also früher. Also die Vorstellung, wenn wir nur alles in Normen gießen, können wir also Verhalten weitgehend steuern. Jetzt die Vorstellung, wenn man nur alles in Zahlen gießen und darstellen kann und wenn man den letzten Prozess beschrieben hat und das letzte und das kleinste Qualitätskriterium definiert hat, dann haben wir die Organisation im Griff.
also ein mechanistisches Bild und auf der anderen Seite als Gegenmodell ein Bild, dass lebende Systeme sich selbst organisieren, dass man sie dabei sich nicht selbst überlassen kann, dass man da durchaus Ziele definieren muss, Rahmenbedingungen, Ressourcen zur Verfügung stellen, aber dass nur das wirklich funktioniert, was auf einem gemeinsamen Bild der Wirklichkeit und auf gemeinsamen Formen der Selbstverpflichtung beruht. Und es gibt sowohl innerhalb der Betriebswirtschaft also diese beiden verschiedenen Modelle, wie auch in der Diskussion über Public Management oder Public Governance als Weiterentwicklung, wie auch in der Sozialbranche. Und das Fatale ist, dass wenn Bürokratie schlecht funktioniert, sagt man, da haben wir zu wenig davon, da müssen wir einen Zahn zulegen. Und wenn Management als Organisation von Selbstorganisation schlecht funktioniert, dann sagt man, oh, vielleicht sind wir da doch zu kühn und stecken wir lieber zurück. Also das ist, glaube ich, eine wichtige Erklärungsfigur und insofern ist das auch gleich ein Appell, also an mehr Mut, also sich nicht bürokratisieren zu lassen, sondern da ein Alternativprogramm zu fahren. Ne? Ja, und das vorläufig letzte Bemerkung, man kann das, was da gelaufen ist, auch unter einem Phasenmodell sehen. Also in der Organisationslehre spricht man von einer Pionierphase, wo man neu antritt, begeistert ist, alle machen alles. Es ist chaotisch, aber es geht was weiter. Und wenn man erfolgreich ist, wächst man. Und dann steht dieses Konzept an und dann kommt die sogenannte Differenzierungsphase, wo die Regelungswut ausbricht. Und intelligente Organisationen bemerken das einigermaßen rechtzeitig und gehen dann in die sogenannte Differenzierungsphase, in die sogenannte Integrationsphase, wo sie sagen, wir müssen wieder schauen, was ist eigentlich unser eigentlicher Auftrag, was ist die Gemeinsamkeit und wie können wir unsere Ressourcen so bündeln, dass was Vernünftiges weitergeht und wie können wir uns auch mit den für uns wichtigen Umwelten zu Kooperationen zusammenfinden. Und insofern darf man sich einerseits nicht wundern, wenn eine Überbürokratisierung ausbricht, aber man sollte das in diesem Phasenmodell als Übergangsphänomen ansehen und schauen, wie man da rauskommt. Dafür gibt es auch durchaus Rezepte und Möglichkeiten. Ja, vorläufig war es das. Danke. Herzlichen Dank. Dankeschön. Kurz ist der Satz gefallen in der Frage, wie Beziehungen zwischen Einrichtungen und Politik organisiert sind, was läuft da für ein Spiel, ist gefallen. Du hast eine eigene Sicht auf die Frage, was läuft da für ein Spiel eigentlich? Zusammenhang Ökonomisierung, soziale Arbeit, was ist die Rolle der sozialen Arbeit in diesem Spiel? Genau, um diese Frage geht es, denke ich mir, und nicht um die Frage, ob die Elemente der Betriebswirtschaft in einer sozialen Einrichtung ihren Platz haben. Ich denke, das steht eigentlich außer Frage und ist heute auch schon ausreichend diskutiert worden. Um Ziele erreichen zu können in einem sozialen Betrieb, muss man auch betriebswirtschaftlich arbeiten können. Die Zeiten sind vorbei, wo man einmal dahin wurschtelt, wo man dann auch aufgrund dessen, dass man mit Geld nicht richtig umgehen kann, auch Projekte an die Wand fährt. Diese Phänomene gibt es vielleicht auch heute noch zu beobachten, aber ich denke mir, so Begriffe wie Steuerung, Personalwesen, Buchhaltung, Budgetierung und so weiter gehören eigentlich integriert in das Denken von einer sozialen Arbeit, wo sie allerdings in der Arbeit mit Menschen wirksam werden, da wird es problematisch. Vielleicht ein Wort noch zur Sprache, die verwendet wird, die sich auch verändert hat. Die Frau Seite hat das heute auch schon angesprochen. Es wird vielfach von sozialen Unternehmen gesprochen, nicht mehr von einem sozialen Projekt oder von einem sozialen Betrieb. Wir bei uns weigern uns, und das aus guten Gründen, das Wort soziales Unternehmen in den Mund zu nehmen, weil wir einfach der Überzeugung sind, dass soziale Projekte nicht Unternehmen sind. Sie sind nicht mit Unternehmen gleichzusetzen.
Ich möchte meinen Beitrag darauf versuchen einzugehen, dass ich behaupte, dass die Ökonomisierung, der Umbau, das, was wir seit mindestens 11 Jahren, 12, 13 Jahren, so genau wollen wir es mit den Zahlen nicht haben, passiert, längst auch im Denken der sozialen Arbeit schon angekommen ist. Dass dieses ökonomische Denken, dieses Denken auch in Effizienzkriterien Teil geworden ist des Handelns, auch Teil der Profession, die sehr wohl darum bemüht war und ist, sich ein wissenschaftliches Profil zu geben, die sich auch redlich darum bemüht, um gesellschaftliche Anerkennung, die leider Gottes, muss man sagen, auch wieder ziemlich in den Keller gefahren wurde von der Politik und von eben von der Wirtschaft selber. Nur ist es nicht ganz zu verstehen, warum diese Zwangsehe, als dass sie manchmal dargestellt wird, dazu führt, dass man da schaut, wie kann man irgendwo noch sich weiter wursteln und nicht sich auch einmal mit dem Gedanken spielt, eine Trennung herbeizuführen. Mir bleibt da nur eine Erklärung, es ist wohl die Angst groß, dass man da damit auch seine eigene Eliminierung betreiben würde. Ich komme ganz kurz zu sprechen auf eine unserer Grundhaltungen der Arbeit im DOWAS. Wir arbeiten grundsätzlich mit dem Klienten in einer gesamtheitlichen Form. Wir versuchen, die Menschen und ihre soziale Umwelt als Ganzes zu sehen. Das verlangt vom Praktiker, vom Sozialarbeiter eine realistische Einschätzung dessen, was möglich ist, auch eine realistische Einschätzung der gesellschaftlichen Realität. Und der Sozialarbeiter sollte in diesem Sinne nicht der sein, der es vorgibt, was das Ziel zu sein hat, wohin es gehen muss, sondern muss in erster Linie aufgrund von seines Wissens, seiner Kompetenz und auch seiner Erfahrung und nicht zuletzt seiner Persönlichkeit diese gesellschaftliche Realität übersetzen und die notwendigen Interventionsschritte auch auf den Lebenswelt- und den Alltagsbezug hin übersetzen. Dazu konträr ist die Wirtschaft bzw. die Betriebswirtschaft organisiert. Die Betriebswirtschaft hat eine radikal-rational-technologische Ausrichtung. Die Betriebswirtschaft hat den Drang, komplexe Dinge sehr zu vereinfachen, auf einen einfachen Nenner zu bringen, Theoriemodelle zu entwickeln und Methoden zu kreieren, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das kann man dann auch benennen mit einer einfachen Ziel-Mittel-Strategie. Und an diesem Punkt versuche ich jetzt auch den Konnex zu finden hin zur sozialen Arbeit, zu den augenblicklichen oder schon seit einiger Zeit stattfindenden Umwälzungen, Umbrüchen in der sozialen Arbeit. Auch die Sozialarbeit maß sich an, sich Ziele zu setzen und diese Ziele anhand von relativ einfachen Methoden umzusetzen. Ich denke mir, dass es im sozialen Kontext außerordentlich problematisch ist, eine rational-technologische Herangehensweise zu sehen, da in der sozialen Arbeit keine immer gleichen Bedingungen gelten können. Wenn man das annehmen würde, dann würde die soziale Arbeit so funktionieren wie eine Produktion in einem Autobetrieb, die planbar und letztlich auch steuerbar ist. In diesem Zusammenhang muss man betonen, was man mit sozialer Praxis meint. Die soziale Praxis ist ja der Bereich, an dem sich die soziale Arbeit letztlich konkretisiert, an dem sie sich auch legitimieren muss und an der sich auch ihre Wirkung offenbart. Soziale Praxis ist aber zum Glück nicht kontrollierbar. Was passiert jetzt? Es ist
über diese Überbetonung von Methoden und Methodenarbeit. Glaubt man, diese soziale Praxis, so gut es geht, auch in den Griff zu bekommen. Aber wenn dieses methodische Handeln mehr ist als ein Werkzeugkasten, aus dem ich das entnehme, das ich zur konkreten zwischenmenschlichen Handlung benötige, dann handelt es sich entweder um eine maßlose Überschätzung dieser Methoden oder dieses Werkzeuges, oder noch schlimmer, es ist der Versuch der totalen Beherrschung dieser Praxis. Soziale Praxis ist aber, sobald sie geschehen ist, auch schon wieder vergangen. Also es ist sehr flüchtig. Sie ist nicht in den Griff zu bekommen und nicht steuerbar und nicht vorhersehbar. Und da müssen wir auch an den Begriff der Konvergenz denken, der uns unmittelbar immer, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, trifft. Aristoteles hat gemeint, um einen Philosophen zu bedienen, Kontingenz ist die prinzipielle Ungewissheit und Unsicherheit und damit Offenheit bezüglich zu erwartender Ereignisse, dass nämlich das, was kommt, immer auch anders möglich sein kann, als wir es erwarten. Ein anderer Philosoph, um dabei zu bleiben, der auf der subjektiven Ebene das Ganze auch zu beschreiben versucht hat, war Kant, der gemeint hat, aus so krummem Holze, aus woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden. Also wer soziale praktisch methodisch zu beherrschen versucht, der trägt unweigerlich dazu bei, dass die Klienten sich aus dem Fadenkreuz nehmen. Das heißt nichts anderes, als die Klienten dann abhauen. Ja, und will man das? Ich denke mir, um das wird es nicht gehen. Und es gibt im Moment gerade eine Reihe aktueller Beispiele auf dem florierenden Methodenmarkt. Um nur einige zu nennen, es gibt das Case Management, es gibt das Anti-Gewalt-Training oder Motivational Interviewing, das auch in aller Munde ist und propagiert wird, dass es eben mit einfachen Mitteln oder mit zumindest einem planmäßigen Umsetzen dieser Mittel auch den nötigen Erfolg bringt. Vielleicht sei dazu noch zu sagen, dass ich denke, dass diese Methoden einerseits auch eine Krise der Sozialarbeit, der sozialen Arbeit bemerkbar machen, aufzeigen und dass diese Methoden auch durchaus gesehen werden können als eine mangelnde Persönlichkeit bzw. Kompetenz des Helfers und des Sozialarbeiters. So gesehen müssen wir immer froh sein, wenn wir in unserer täglichen Arbeit unsere Ziele nicht erreichen, wenn wir mit unseren Methoden und unserer Besserwisserei scheitern und sich der Klient dieses Stück Autonomie auch noch zurückholt und sagt, ich pfeife auf diesen Sozialarbeiter. Wenn es Sozialarbeiter, und das wird es durchaus geben, die soziale Praxis in einem totalen Sinn auch beherrschen wollen, ihre Ziele mit einer bestimmten Methode erreichen, dann müssen die sich fragen, ob was mit ihnen nicht stimmt. Es ist sicher eine schlechte Zeit, unter der die Sozialarbeit ihre Arbeit verrichten muss, aber ich habe da schon vorhin die Frage gestellt, ob es in der Geschichte dieser Profession noch schon eine viel, viel bessere Zeit gegeben hat. Da behaupte ich, dann hätte sie sich wahrscheinlich schon selber ad absurdum geführt und es würde sie auch nicht mehr geben. Also die Herausforderungen sind natürlich groß, das ist keine Frage, aber der Weg, wie man sich auch emanzipieren kann aus dieser Abhängigkeit. Diese Frage kann ich nicht teilen, zum Teil mit meinen Kolleginnen. Ich denke mir, dass es jetzt schon genügend Argumente gäbe, um die Mitarbeit mit diesem, unter Anführungszeichen, mit dem System zu verweigern. Danke. Dankeschön. Unterschiedlichste Statement zur Überschrift, am Ende auch ein Statement, das so die Methodenentwicklung in der sozialen Arbeit selbst ein bisschen einbettet in eine Entwicklung, also eine Entwicklung von Methoden, die dann auch einfacher messbar machen, das, was unter einer ganzheitlichen Sicht wahrscheinlich nicht messbar, schwer messbar, schwer quantifizierbar ist. Was mich interessieren würde, ist so Ihre Eindrücke zu diesen Statements, Ihre Ergänzungen zu diesen Statements,
Was ist bei Ihnen gelandet? Können Sie es verbinden mit dem, was Sie im Feld erleben? Wo haben Sie selber Zusätze oder Rückfragen ans Podium? Mir ist jetzt bei dem Zuhören etwas aufgefallen, aus meiner rückblickend aus meiner Berufspraxis. Im Krankenhaus, in der Psychiatrie haben viele Sozialarbeiterinnen gearbeitet. Ich glaube 90% Frauen, 10% Männer, 9 Frauen, ein Mann. Und während die Frauen ziemlich lange konstante Arbeiterinnen waren, sind die Männer sehr schnell mit der Beziehungsarbeit nicht mehr zufrieden gewesen und haben sich verabschiedet. Und wo habe ich diese Männer, viele von mir, von denen waren auch in, habe ich auch als Praktikumsanleiterin erlebt, die habe ich später wiedergefunden in leitenden Positionen, in administrativen Tätigkeiten, in kontrollierenden Funktionen. Und von den Supervisantinnen habe ich gehört, dass sie mit ihren Chefitäten, männlichen, nicht besonders zufrieden waren, weil sie methodisch oder im Besitz des Wissens, wie eine Einrichtung zu funktionieren hat, sich hinter den Schreibtisch zurückgezogen haben und eigentlich sich von der Grundausstattung eines Sozialarbeiters, wo Beziehungsarbeit auch ein Teil, ein großer davon ist, verabschiedet haben. Also ich frage mich jetzt wirklich, wäre es nicht ein Segen gewesen, wenn die Profession der ehemaligen Fürsorgerinnen, später Sozialarbeiterinnen, in weiblicher Hand geblieben wären? Das ist nur eine Frage, das lässt sich auch nicht gut beweisen. Das ist nur eine Beobachtung meinerseits, dass wenn Männer etwas in die Hand nehmen, es mitunter in eine Richtung von technokratischerer Tätigkeit führt und zu einer anderen Sicht auf das, was Menschen brauchen. Danke. Das Thema Geschlecht im Zusammenhang mit dieser Überschrift hatten wir im ersten Workshop nicht. Und ich denke, es macht auch Sinn, da eine Runde zu drehen. Ich habe ein paar Kopfnicken gesehen. Ich würde gerne noch ein paar Statements sammeln, bevor wir das Podium wieder sprechen lassen. Die haben jetzt mal Pause. Ich mag ja provokante Aussagen. Die fördern eine Diskussion. Finde ich sehr interessant, den Standpunkt. Ah ja, okay. Fördern eine Diskussion und mag ich sehr. Ich hätte eine Frage zum Peter Greiner, ob ich das richtig verstanden habe, Grüner, Entschuldigung, ob ich das richtig verstanden habe, dass Methoden, ich muss jetzt kurz zusammen, ob ich es zusammenkriege, eine Erweiterung von Methoden davon gekennzeichnet sind, dass die soziale Arbeit aufgrund betriebswirtschaftlicher Dynamiken, die im Hintergrund passieren, gezwungen wird, sich mit Methoden auseinanderzusetzen, um dem Geldgeber sozusagen irgendwas zu präsentieren. Habe ich das richtig verstanden? Finde ich auch einen sehr interessanten, hat was an sich, der Gedanke, finde ich auch sehr interessant. Ja, danke. Das Podium hätte aber noch immer Pause. Vielleicht gibt es noch andere Statements zum Gehörten. Ja. Ja, mein Name ist Birgit Thaler-Haag, Geschäftsführerin vom Frauenhaus in Salzburg. Also ich habe sehr vieles gehört, was wir selber kennen. Wir haben Produkte, wir haben Zeitaufzeichnungen der Mitarbeiterin, die halbstündlich ihre Arbeitszeiten aufteilen müssen auf die Produkte. Wir haben, wie teuer ist eine Stunde, ja, eine Beratungsstunde. Wir müssen aufzeichnen, warum eine Beratung vielleicht 2 Stunden dauert. Warum? Also ich habe da sehr viel wiedergefunden. Ja, also das eben, wie kann man auch messen? Was ist zum Beispiel auch Erfolg? Ja? Ist es Erfolg, wenn die Frauen sehr lange bleiben? Ist der Erfolg, wenn die Frauen kurz bleiben? Dann gehen sie aber meistens zu den Männern zurück.
Also wie kann man das auch messen? Wir haben auch so ein wirkungsorientiertes Berichtswesen. Ich glaube, das kennen auch viele, die in der Sozialarbeit da tätig sind und auch Betriebswirtschaft. Wobei auch wieder, was ist Wirkung? Die Politik gibt Wirkungsziele vor, an denen wir uns orientieren müssen und wo wir immer mehr darauf kommen, dass das für unsere Arbeit nicht passt. Ja, aber es ist, ich meine, ich habe da sehr viel gehört, das sollen wir uns anpassen oder wir sollen das Spiel nicht mitmachen, aber das ist sehr schwierig, wenn man eben da eben für die Klientinnen arbeiten will und einfach auch die finanziellen Fördermittel an dieses Berichtswesen, an diese Aufzeichnungen und gebunden sind. Also das ist sehr schwierig und ich würde, wenn es da Tipps gibt, wie man das machen kann, dann bin ich da sehr dankbar dafür. Danke. Danke. Ja, mein Name ist Cordula Höbert, ich bin Mitarbeiterin im Grünen Club im Rathaus und ja, jetzt geht es besser. Und mein Eindruck ist, dass wenn alle Einrichtungen betriebswirtschaftlich denken, für sich genommen, dass dann womöglich der volkswirtschaftliche Gedanke irgendwo unter die Räder kommt. Also wenn eine Institution sehr effizient ist oder gezwungen ist, effizient zu sein, irgendeine Leistung oder ein Produkt zu verrichten, dann wird die Person womöglich dann möglichst schnell behandelt, beraten, was auch immer. Und dann heißt es aber noch nicht, dass das dann gelöst ist oder dass es irgendwie insgesamt volkswirtschaftlich gesehen vernünftig ist oder für die Person gesehen vernünftig ist. Und dass mein Eindruck auch ist, dass die Nachhaltigkeit da immer stärker unter die Rede kommt. Also was das im Statement war, man erfindet Projekte und wieder neue und neue Teams und so weiter und neue Zielgruppen und hat dann aber wenig, ja, das ist irgendwie ein bisschen verloren gegangen, ist so mein Eindruck. Mein Name ist Tatjana Seiser, ich komme vom Parmente Steiermark, bin fürs Bildungsmanagement verantwortlich. Und Sie haben einen ganz interessanten Satz zum Schluss gesagt, man soll sich von Betriebswirtschaft nicht dominieren lassen, sondern mitarbeiten sozusagen. Und mich würde jetzt einfach interessieren, als direkte Frage, inwieweit das bei Ausbildungen, Bildungen, jetzt zum Beispiel an Hochschulen auch, dem Rechnung getragen wird. Also was wird da getan oder was sollte da getan werden, damit man sozusagen lernt, damit umzugehen und das zu verbinden? Das würde mich interessieren. Danke. Etta Böhm-Ingram, Caritas Salzburg, Bereichsleitung Soziale Arbeit. Meine Frage bezieht sich ein bisschen auf die Kennzahlen. Um beim Fördergelder Mittel praktisch flüssig zu machen, brauchen wir immer quantitative Kennzahlen. Es gibt keine qualitativen Kennzahlen, wo ich mir denke, also wenn ich jetzt Betriebswirtschaft und soziale Arbeit verquicke, müsste ich eigentlich bei manchen Maßnahmen, die im Augenblick teuer erscheinen, trotzdem sagen, dass sie aufgrund der Nachhaltigkeit die günstigeren Varianten sind. Diesen Aspekt, wie bringt man den ein? Nur eine kurze Beobachtung. Im allgemeinen gesellschaftlichen Effizienzsteigerungswahn, das ist ein Wort, das mir sehr gefällt, der kippt natürlich oder schwappt auch über auf die Sozialarbeit und das, was ich eigentlich sagen wollte, die wichtigste Ressource auch in der sozialen Arbeit ist nämlich Zeit. Und die Zeit geht verloren und Zeit heilt. Das ist nicht nur Zeit heilt Wunden, Zeit heilt vieles. Und ich denke, und was noch unter die Räder kommt, ist eine bestimmte Form von Kreativität, weil sich die auch nicht auf Knopfdruck erzeugen lässt, sondern auch Zeit braucht. Danke. Okay, die Pausenzeit fürs Posium ist vorbei. Dinge, die angesprochen waren, ist die Rolle von Geschlecht in diesem ganzen Themenfeld. Wie kann man umgehen mit dem Thema Wirkung, Wirkungsorientierung, was sind die richtigen Kennzahlen oder die besseren Kennzahlen? Eine konkrete Rückfrage an den Peter Grüner. Ich denke, es gibt einiges. Konkrete Rückfrage zuerst? Das war die Frage wegen zu den Methoden. Genau.
mir ist es in meinem Statement darum gegangen, den Bezug herzustellen, was heißt, was die Gemeinsamkeit von Methoden und der Betriebswirtschaft. Und wir alle verwenden Methoden. Ich bin auch Praktiker, ich arbeite ja auch so viel mit Klienten in der sozialen Arbeit. Es ist ja nicht so, dass wir keine Methoden verwenden oder anwenden. Das ist damit sicher nicht gemeint. Problem wird es dann, wenn man Methoden als das Allheilmittel sieht, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das hat dann schnell einen totalitären Anspruch auch. Und das, ich behaupte auch, dass Methoden, so wie sie verkauft werden, so wie sie im Moment auch am Markt angeboten werden, eine ganz starke rational-technologische Ausrichtung haben, die sehr wohl auch vergleichbar sind mit den Entwicklungen der Ökonomisierung des Sozialen und mit den Entwicklungen in der Betriebswirtschaft. Verstehe ich das richtig? Das wäre zum Beispiel ein Handlungsplan, Punkt 1 genau. Also bis 10. Case Management wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel. Erstens ist es selten der Fall, dass bei einem Case Management das Ganze auf freiwilliger Basis passiert. Der normale Fall ist in einem Case Management, der muss das machen, damit er zu einer bestimmten Leistung kommt. Da kommt natürlich auch wieder das aktivierende Moment daher, also der aktivierende Sozialstaat im Hintergrund. Case Management, das sind bestimmte Handlungsabläufe, die einstudiert gehören, da, wo der Klient, denke ich mir, mitmacht. Aber in den meisten Fällen wird er das aus einem bestimmten Druck, aus einem bestimmten Zwangsverhältnis heraus mitmachen. Er wird sich aber davor hüten, wirklich die intimen, wichtige Sachen, die auch in einem Verhältnis Klient und Sozialarbeiter wichtig sind, auch darzubieten. Da wird sich zurückziehen, behaupte ich, und sich diese Autonomie noch bewahren, die notwendig ist, damit er nicht letztlich sich selber aufgibt. Um das geht es, um diese Kritik. Man kann auch eine allgemeine Methodenkritik zum Beispiel anwenden. Das bin ich jetzt, will ich auch nicht näher eingehen. Es gibt ja auch zum Beispiel Siegfried Bernfeld, der ein radikaler Verfechter war, Methoden überhaupt zu verwerfen. Der hat sich total lächerlich gemacht. Der hat gemeint, Methoden bedeuten letztlich nichts anderes als eine Art Hilflosigkeit. Und Methoden sind eigentlich nur da, um etwas, was man glaubt, oder was letztlich nicht beherrschbar ist, in den Griff zu bekommen. In diese Richtung geht meine Kritik der methodischen Arbeit. Vieles, was auch die Profession der Sozialarbeit geleistet hat, Lebensweltorientierung zum Beispiel oder diese Gemeinwesenarbeit, die großen Traditionen in Amerika, was die soziale Arbeit anlangt, da geht es ja nicht darum, diese in Grund und Boden zu verwerfen oder die schlecht zu machen. Aber es gibt eine neuartige Erscheinung, da hat natürlich haben auch andere wieder was davon, wenn solche Methoden angepriesen werden, auch verkauft werden. Sie werden auch, die sind meistens auch sehr teuer, Zusatzqualifikationen. Es gibt Zusatzqualifikationen im Suchtbereich, Zusatzqualifikationen in der Familienhilfe, in der Kinder-Jugendhilfe etc. Also da gibt es genügend Beispiele dafür, oder was man sagen kann, ist das überhaupt sinnvoll, ist das überhaupt notwendig? Also das macht die soziale Arbeit nicht aus. Das geht es mir auch irgendwie, das noch einmal hier anzubringen. So, vielleicht kann ich da auch antworten. Gerne. Zu der zu der Anmerkung von Ihnen, weil Sie gemeint haben, es müsste darüber nachdenken, vielleicht sollten doch wieder Frauen in erster Linie die soziale Arbeit machen. Ich denke mir, es ist ja tatsächlich immer noch so, dass Frauen, der Frauenanteil in der sozialen Arbeit größer ist. Aber ich denke mir, Frauen sind keine besseren Menschen. Die soziale Arbeit, also Sozialarbeit, der Begriff soziale Arbeit ist ja noch relativ jung. Die Sozialarbeit hat ja auch eine sehr unrühmliche Geschichte. Und die Anfänge der sozialen Arbeit sind vor allem von Frauen gemacht worden, ja, aus unterschiedlichen Gründen und mit unterschiedlichen Inhalten und auch, wie wir wissen, gibt es eine sehr unrühmliche Geschichte der sozialen Arbeit. Ja. Da müsste ich eigentlich vehement widersprechen und sagen, ja, genau, ja, stimmt.
Ja, ja, okay. Ob das im Wesen des, der Männer liegt, das weiß ich, kann ich nicht beurteilen. Gut. Ja, ne, ich würde zunächst einmal zu den zwei aus meiner Sicht ein bisschen kürzer zu beantwortenden Fragen. Also die Mann-Frau-Geschichte, also ich habe es mehrfach erlebt, dass es gar nicht so leicht ist, wenn man Frauen in Leitungspositionen haben möchte, welche zu finden. Also es geht nicht nur ums Einschleichen, sondern auch ums Eindringen. Und was mir bei Ihrer Wortmeldung eingefallen ist, mir hat einmal eine Dame von einer Beratungsfirma, die Controlling-Ausbildungen anbietet, gesagt, Firmen nehmen gern Frauen als Controllerinnen, weil die einfach gut kommunizieren können. Das heißt also, in dem Bild Controller steht also, steckt nicht nur drinnen, also jetzt nackte Zahlen generieren und die irgendwelchen Leuten aufs Auge drucken, sondern das gut kommunizieren können und Commitment schaffen können und so weiter. Also es geht schon auch um die Frage, welches Bild steckt hinter einer Tätigkeit. Und da wären wir auch wieder bei der Frage, welches Bild habe ich von Organisationen und Menschen. Ne? Ein bürokratisches Bild oder das ein systemisches Gegenmodell. Ne? Zur Frage, was an den Fachhochschulen gelehrt wird, also fühle ich mich ein bisschen betroffen, weil ich auch ein bisschen was lehre. Und unter anderem, und ich weiß nicht, wie sich das mit Ihrer Erfahrung deckt, also versuche ich auch zu lernen, wie Politik funktioniert, nämlich als chaotisches System, in dem also Lösungen und Probleme und politische Spielzüge wild durcheinander purzeln. Und die Frage ist nicht, wie wird sauber methodisch vorgegangen in der Entwicklung von Strategien, sondern wie purzeln die Dinge durcheinander und können sich also in bestimmten Zeitfenstern Lösungen und Probleme und politische Schachzüge aneinander koppeln. Und häufig ist es halt so, dass Lösungen jahrelang lauern, bis endlich ein Problem von innen oder anderen hochgekocht wird und sie dann auch durch politische Aktivitäten dafür sorgen können, dass ihre Lösung endlich zum Zug kommt. Also das heißt, mir persönlich ist es schon ein Anliegen, auch zu vermitteln, wie funktionieren die verschiedenen relevanten Teilsysteme und wie ist man da handlungsfähig. Und damit komme ich also auch zur Frage der Methoden, die ich selbst in einem weiteren Kontext sehe, nämlich der Frage der Professionalität. Und wenn ich über Professionalität nachdenke und kommuniziere, habe ich vor meinen Augen ein Dreieck. Ich verzichte jetzt aufzuzeichnen. Aber da gibt es drei Eckpunkte. Das eine ist die Grundhaltung oder das mentale Modell. Das zweite ist meine Persönlichkeit und das dritte ist die Methode. Und wie ich professionell handle, entscheidet sich in diesem Dreieck. Und wenn ich mir die Haare schneiden lasse, spielt beim Haarschneiden eine Rolle, was hat die Friseurin, der Friseur für ein Grundverständnis vom Beruf, was hat es gelernt und wie ist sie persönlich und wie ein Pfarrer seine Pfarre bedient, sage ich jetzt einmal, seine Aufgabe in der Pfarre wahrnimmt, kann man nach diesem Modell erklären und man kann also auch über Management und Betriebswirtschaft darüber nachdenken. Ne? Also wie mit der Methode Controlling und Kennzahlen umgehängt, schon davon, hängt davon ab, welches Bild habe ich von Organisationen und Menschen und ihrer Steuerbarkeit und was ist mein höchstpersönlicher Zugang. Und bin ich eher paranoid und glaube, ich muss wirklich alles erfassen oder habe ich ein Vertrauen in Menschen und Mitarbeiter und denke ich eher darüber nach, was ist wesentlich. Ne? Und insofern, und da komme ich auch zu sozialarbeiterischen Methoden, glaube ich schon, also dass Methoden der Unterschied ist, den Unterschied macht zwischen professioneller Sozialarbeit und anderen Interventionen. Also Leute, die eine helfende Persönlichkeit haben und die eine entsprechende Grundhaltung haben, gibt es mehr als Sozialarbeiterinnen gibt. Aber es geht schon um die Frage, was ist mein professionelles Interventionsinstrumentarium? Und da stimme ich dir schon zu, dass es Methoden gibt, die sich halt gut verkaufen wollen und wo man sich fragen muss, was steckt da für eine Grundhaltung dahinter? Und es gibt aber Methoden, die durchaus hinter denen eine
reflektierte und aus meiner Sicht gute Grundhaltung steckt und wo in der Vermittlung der Methoden auch thematisiert wird, wie bringst du dich persönlich ein und worauf musst du dann mit deiner speziellen Persönlichkeit darauf achten. Ne? Also damit das nicht nur ganz im luftleeren Raum hängt, also ich war mitbeteiligt, dass es Affektkontrolltraining im Strafvollzug und bei Neustadt gibt und das also auch in beide Bereiche da jetzt kooperieren und das ist eine Methode, wo es auch sehr stark um Grundhaltung geht, bis hin also zu dem Sager, ächte die Tat, aber achte den Täter. Danke. Ein Thema, das noch gar nicht angesprochen wurde, ist diese Frage mit Kennzahlen und Wirkungen. Möchte ich nur noch einwerfen. Komme ich jetzt auf. Ich sage doch zu den beiden anderen Themen ganz kurz noch was. Also ich denke, das Professionelle würde ich nicht unbedingt an den Methoden festmachen, sondern an einer professionellen Handlungsorientierung. Viele Leute glauben, wenn sie eine bestimmte Methode können, dann können sie soziale Arbeit. Ich behaupte, dass wenn man eine Handlungsorientierung hat, zum Beispiel weiß, was Subjektorientierung handlungsmäßig wirklich heißt, das ist ja nicht irgend so ein Spruch, sondern das ist ein Handlungsprinzip, das ich in Taten umsetzen kann, in ganz konkretes Verhalten. Wenn ich das kann, dann kann ich erstens viele Methoden auch subjektorientiert gestalten. Es gibt zwar welche, die kann man das, da kann man das nicht machen, da würde ich Ihnen recht geben, aber viele kann man eben sehr subjektorientiert machen und man kann es auch nicht machen. Wenn man aber diese Orientierung gar nicht kennt und weiß und professionell umsetzen kann, dann steht man vor den Methoden relativ hilflos und wendet sie halt so an, wie sie meinetwegen vorgegeben sind. Ich denke also, dass die Frage des professionellen Handelns und aus der Situation heraus ableiten, wie ich jetzt zum Beispiel eine Subjektorientierung oder eine Partizipation oder eine kommunikative Verständigung, wie ich die umsetze, das ist für mich das erste Professionelle. Und die Frage, was ich dann für konkrete Methoden nehme und ob die passen, die müssen natürlich kompatibel sein mit meiner Grundhaltung und mit meiner Grundorientierung, aber das halte ich für die zweite Frage. Wenn man das tut, dann merkt man eben auch, dass zum Beispiel Case Management oder auch, was noch nicht genannt worden ist, lösungsorientierte Beratung, ne, wo es also überhaupt nicht gefragt wird, was ist eigentlich das für ein Problem, sondern nur geguckt wird, wie ich ganz schnell eine Lösung finde und alles andere bleibt im Raum stehen. Das sind so Methoden, die sich rechnen, die schnell gehen, die ganz schnell zu scheinbaren Erfolgen führen und die sehr beliebt sind und die, sagen wir mal, durch eine sozialarbeiterische Handlungsorientierung sich mehr oder weniger ausschließen. Ja? Wenn man die hat, kann man also im Grunde manche Methoden auch ganz klar einordnen, wo sie eigentlich hingehören. Und zu den Männern, diese Beobachtung ist ja so alt, wie man gelebt hat. Aber ich würde sagen, ich würde es ehrlich gesagt nicht nur oder nicht vorrangig an dem Männer-Frauen-Problem festmachen. Ich denke, dass die Leitungsfunktion als solche ist eine bestimmte Rolle und die Leitungsfunktion in diesem Kontext, den wir hier diskutiert haben, ist sehr viel näher an den politischen und ökonomischen Zielen und Absichten als der Sozialarbeiter an der Basis. Die müssen viel mehr noch auch wieder Rechenschaft ablegen und gerade stehen und. Und haben von daher eine Rolle zu übernehmen, die sie eben in einer bestimmten Weise formt. Und ich habe Frauen in Leitungspositionen erlebt, die ich nicht wiedererkannt habe, die also ekelhaft geworden sind für die Sozialarbeiter, auch übrigens Männern gegenüber besonders. Ich will jetzt das nicht verallgemeinern, aber das, denke ich, ist nicht so, weil die Frauen eben irgendwie fies sind, sondern das ist, weil sie in eine Rolle kommen, die sie ausfüllen müssen und die eben Fiesigkeit sozusagen vorschreibt in mancher Hinsicht. Also das zumindest denke ich, dieses Moment ist also auf jeden Fall dabei. Ich würde es nicht allein auf so eine Genderfrage runterprojizieren, obwohl es die Männer im gewissen Sinne leichter haben. Wir haben in der Fachhochschule erlebt, dass Sozialarbeiter, die fertig waren und ein saumäßiges Diplom hingelegt haben, sofort selbst in Leitungspositionen genommen wurden, eigentlich nur aufgrund ihres Geschlechtes. Was natürlich mit den mangelnden Männern zum Beispiel in der Erziehungshilfe auch zu tun hat, ne? Kann man nur sagen, habt ihr Glück gehabt, aber in Ordnung ist es natürlich auch nicht. Aber wie gesagt, das andere Moment halte ich noch für wichtiger. Ja, und zu den Fragen, es kamen ja mehrere Sachen. Ne? Die Kollegin aus dem Frauenhaus hat ja nun auch gesagt, also wir müssen damit auch mitmachen, sonst bekommen wir kein Geld. Wir sind in diesem Mechanismus drin, wie sollen wir uns denn da wehren? Ähnliches wurde auch gesagt, also hier ist es doch eigentlich volkswirtschaftlicher Unsinn und die Nachhaltigkeit fällt unter die Räder. Was kann man denn tun?
Oder eben auch die Kennzahlenfrage, gibt es qualitative Kennzeichen oder wie können wir die in die zur Sprache bringen? Ich denke, das ist so genau die Schnittstelle, wo der Praktiker, vielleicht auch noch der Leitungsmensch, an dem Punkt kommt, wo sich tatsächlich eine Ökonomisierung oder ein betriebswirtschaftliches Denken, in dem Sinne, wie es hier vorhin auch gekennzeichnet wurde, was also der sozialen Arbeit nicht dient, sondern sich dominant hinstellt und sagt, Effektivität und vor allen Dingen Effizienz, wo das einem sozusagen genau da im Wege steht, um fachlich arbeiten zu können. Und ich halte es für notwendig, dass die Profession soziale Arbeit und auch die Praktika lernen, an der Stelle nicht einfach zu sagen, es ist so, und zu kuschen oder zu sagen, okay, ja, spielt die große Geige, wir müssen mitspielen, sondern dass man da in ganz kleinem versuchen muss, inhaltlich, fachlich, sozialpädagogisch zu argumentieren. Man wird damit nicht gleich durchkommen. Ja, aber es ist überhaupt erstmal zu nennen. Also beispielsweise eben zu sagen, wenn ich das und das mache, das ist ja ganz schön und das kostet vielleicht nur das, was Sie glauben und dauert eben nur die Zeit. Aber ne, die Nachhaltigkeit kann ich nicht garantieren. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass nächstes Jahr die Familie wieder auf der Matte steht. Es war von Zeit die Rede, der wichtigen Ressource. Nicht? Also wenn ich für eine Familienhilfe 2 Stunden habe, für die man also, sagen wir mal, vor 20 Jahren noch 20 Stunden hatte, mit den gleichen Problemen, dann kann ich definitiv in 20 Stunden nicht dasselbe erreichen. Und wenn die Problemlage aber so ist, dass sie auf alle möglichen Baustellen hat und viele Kinder und ich nur 2 Stunden habe, was kann ich da machen? Da kann ich praktisch ein Case Management machen bei den Leuten am Küchentisch und das war's dann. Und noch mehr einsparen kann man dann, indem man die Leute gleich einbestellt, dann die Fahrkosten weg, dann muss man auch keinen Hausbesuch mehr machen, weil man in der Zeit auch gar nicht in der Umwelt und in dem Alltag der Leute lebt, das erübrigt sich. Ja? Also das heißt, man müsste an der Stelle den Leuten genau sagen, okay, 2 Stunden willst du mir geben. Ich sage dir, was ich dann machen kann, was ich dann erreichen kann und ich sage dir, was ich alles nicht machen kann und damit auch nicht erreichen werde. Also wenn man anfängt, sich auf so eine Ebene einzulassen und nicht gleich mit der Erwartung, dass man durchkommt, denn das wird sicher ein langer Prozess sein. Und wenn das aber üblich wird, dass Sozialarbeiter bei solchen Sachen nicht einfach schlucken und sagen, oh Gott, welche Kennzahlen könnte ich denn nehmen, sondern deutlich machen, das mit, was du jetzt hier erwartest an Kennzahlen, kann ich dir nicht bieten, weil es geht um viel komplexere Prozesse. Das und das und das ist das Ziel. Machen Sie mir einen Vorschlag, wie Sie das ausdrücken wollen in Kennzahlen. Ich kann es nicht. Ja, also, oder auch ein gutes Mittel wäre auch zu sagen, also okay, 2 Stunden, ich verantworte das nicht. Ja, wenn in der Familie etwas schief geht, jetzt nicht nur Kindeswohlgefährdung, sondern überhaupt, wenn nicht das Ziel erreicht wird, was eigentlich nötig ist, die Verantwortung gebe ich an Sie zurück. Überlegen Sie sich das gut. Klar, wenn man das macht, kriegt man möglicherweise Ärger. Wenn es aber viele machen und wenn das üblich ist und wenn die Träger merken, ach, da ist schon wieder so einer, der macht das auch und es nimmt langsam überhand, dann denke ich, dann fängt an, so eine Bremse in Gang zu kommen und dann wird an der Stelle nicht mehr einfach mit uns Schlitten gefahren. Eine leichtere Lösung wüsste ich nicht, aber ich halte das für einen ernsthaften Weg, dass man einfach gegenhält, fachlich gegenhält, ne? Und nicht macht, was ich auch oft erlebt habe, mit deren eigenen ökonomischen Argumenten zu sagen, also beispielsweise, ich habe so teure Fahrtkosten, ja, wenn ich einen Dienstwagen hätte, dann würde ich da sehr viel mehr Geld einsparen, ne? Das ist so eine Tendenz, dass dann Sozialarbeiter hingehen und sich überlegen, der denkt ökonomisch, dann muss ich meine fachlichen Argumente ökonomisch umdefinieren und dann wechselt das an mir. Was sie damit natürlich erreichen, ist, dass sie sich total bestätigt fühlen, dass es nur das ökonomische Denken gibt und kein fachliches. Und deswegen würde ich davon abraten, obwohl es in manchen Situationen pragmatisch nötig ist. Ja? Aber man sollte das nicht so als generelle Methode machen. Also inhaltlich anfangen zu definieren, wir haben die Definitionsmacht, was Erfolg ist, wie wir arbeiten, welchen Methoden wir was erreichen können. Und die denken, dass ich einfacher, man muss es ihnen gar nicht übel nehmen, aber sie können es eben nicht. Sie haben natürlich die Macht und deswegen ist es ein Kampf. Sie werden nicht sofort sagen, ach so, das wussten wir nicht, also natürlich, ne, so einfach wird es nicht gehen. Aber wenn das immer wieder kommt und wenn die Verantwortung klar wird, Verantwortungsfrage auf den Tisch kommt, dann wird sich da mancher überlegen, was da nicht stimmt. Davon bin ich überzeugt. Jetzt ist schon viel gesagt worden, aber eben schließ mit der Mechthild-Seite an, wenn sie sagt, ja, das ist ja nichts Neues, also mit den Männern. Und ich habe schon vor vielen Jahren einmal irgendwie so ein kleines Projekt gemacht mit so einer kleinen
Forschung einer Sozialakademie noch und habe gesagt, schaut euch einmal an, wie sich das verteilt bei den Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen, männlich, weiblich, und wie schaut es dann in den Leitungspositionen aus. Naja, kann man sich vorstellen, also ganz genau umgekehrt. Und ich will jetzt nicht darüber diskutieren, was da Gründe sein und ob sich Männer da wirklich leichter tun, sozusagen Dinge einfach nur technokratisch sozusagen abzuhandeln. Aber mir fällt halt beispielsweise auf, an unserer Fachhochschule, da haut es mir jedes Mal auf, Studierendenvertretung, männlich. Also nicht durchgängig, aber sozusagen die Männer haben da sozusagen, sind da überrepräsentiert, aber schon wahnsinnig. Ja. Insofern nichts Neues und hat jetzt nicht unbedingt etwas mit der Ökonomisierung zu tun. Die zweite Geschichte mit den Methoden, ich glaube, was da vielleicht gemeint ist, einfach so, wo man wirklich sagen kann, standardisierte Abfertigungsverfahren, ja, in dem Sinne, dass das gemeint ist, dass das abzulehnen ist, und die gibt dazu, dass sozusagen das sehr gesucht ist und sehr modern ist, also möglichst Kurzzeitberatungsmethoden und so weiter und so fort. Da gibt es viel. So sinngemäß, Hauptsache ist irgendwas getan, und wenn also das nicht nachhaltig ist, dann ist der Klient eben da. Hm? Oder die Klientin selber schuld. Mit der, zur Dokumentation möchte ich Folgendes sagen und auch zum Zählen. Also ich habe jetzt nicht prinzipiell etwas dagegen, und ich glaube sogar, dass soziale Arbeit sozusagen transparent sein muss, dass sie dokumentiert sein muss. Aber wenn sie eben dazu dient, nur der Kontrolle dient, beziehungsweise irgendwelche redundanten Zahlen, Zahlenmaterial einfach da zu erhalten, und wenn vor allem ganz ein wichtiger Punkt die Dokumentation fast mehr beansprucht als die, der direkte Klientenkontakt, dann wird es ein Problem. Was wirklich messbar ist, ich meine, ich denke mal, es gibt harte Daten, es gibt aber weiche Daten, wo es ganz klar ist, dass das schwierig ist. Aber ich denke mal, da müsste sich unsere Profession im Kopf darüber zerbrechen, was da aussagekräftig ist oder nicht. Natürlich, es wird sozusagen verlangt, ja. Und es ist so, die mächtige Seite hat ja ein bisschen eine Antwort gegeben, es schwierig zu, aber irgendwann einmal stellt sich ja die Frage, soll man das Spiel mitspielen? Es gibt da, danke für die Tipps, aber vielleicht ist es irgendwann einmal so, dass man sagt, aus, genau. Ressource Zeit, denkt man, das beklagen alle, dass die immer weniger wird, also die Arbeitsbelastung steigt, der Leistungsdruck steigt. Und ich denke mir, das ist eine ganz schlimme Sache, weil sehr, sehr vieles Zeit braucht, ja. Also ein Beziehungsaufbau braucht Zeit, Vertrauen zu schaffen braucht Zeit, kreative Lösungen zu finden braucht Zeit, und das wird immer weniger. Genau, noch was zu den Methoden. Methoden, denke ich, sind einfach ein Werkzeug. Was ganz wichtig ist, ich finde, sind sozusagen die Arbeitsprinzipien, ich nenne das so, die da dahinter stehen, wie beispielsweise Ganzheitlichkeit, wie Freiwilligkeit oder wie Klientinnenorientierung oder wie Respekt oder was auch immer. Ja. Danke. Also ich möchte schon noch mal ganz kurz auf das Männer-Frauen-Thema zurückkommen, weil Ihre Schlussfolgerung war ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, da Männer nicht beziehungstauglich sind, gehen sie in die Führungsebene. Das war ja sozusagen ihre Begründung, warum sie gemeint haben, Männer in der praktischen Arbeit schaffen das nicht, das wird ihnen zu heavy. Naja, dann gehe ich mal ein bisschen anschaffen. Das möchte ich schon sehr stark hinterfragen. Wenn ich mir vor allem anschaue, die Liste der Teilnehmer hier,
Geschäftsführerin von, Leiterin von, Geschäftsführerin von. Also lässt sich anhand dieser Liste schon sehr auch deutlich auch zeigen, dass das gar nicht so stimmt, wie Sie das behaupten. Es stimmt sehr wohl bei Neustadt, wo ich bin, beim Verein, Leitungsebene sehr männerlastig, aber auch, wie richtig gesagt worden ist, es wird Ihnen angeboten, also Ihnen, es wird den Frauen ja genauso angeboten, Sie wollen nicht da rein, also um das nochmal zu sagen. Warum auch immer. Ja, ich finde es interessant. Ich sage nicht, es stimmt nicht, sondern ich sage, es ist eine harte Aussage. Ja. Ich möchte noch kurz einen anderen Aspekt zu sagen, wenn wir die ganze Zeit von Sozialarbeit und Betriebswirtschaft reden, messen und Erfolg zeigen müssen. Ich denke mal, was zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wenn Politiker Entscheidungen treffen sollen, dann wird man immer auch vertröstet. Ja, das muss man sich erst anschauen, das können wir erst 2014 und dann irgendwie muss das eruiert werden und wir müssen da Experten das sich anschauen lassen. Das heißt, da ist diese Vorlaufzeit oder die Zeit, bis eine Entscheidung getroffen wird, sehr legitim. Ich darf mir Zeit lassen, um Entscheidungen zu treffen. In der sozialen Arbeit werde ich unter Druck gesetzt, meine Arbeit, meine Klienten müssen schnell einen Veränderungsprozess aufzeigen, sonst habe ich versagt als Sozialarbeiter. Also auch diese Diskrepanz irgendwie passt für mich nicht ganz zusammen, was Erfolg angeht. Ja. Danke. Die Statements am Ende von, auch von Mechthilds Seite gingen in die Richtung der Frage, der Beantwortung der Frage, was gibt es für Optionen? Stopp sagen, Nein sagen, gemeinsam andere Lösungen finden, gibt es vielleicht noch Vorschläge, Optionen zum Umgang mit Ökonomisierungsprozessen? Ich möchte noch gerne einen Einwand einbringen. Ich komme ursprünglich aus der Wirtschaft, bin seit 2 Jahren in der Sozialarbeit und ich finde es sehr wohl wichtig, dass man Prozesse in die Sozialarbeit integriert. Wir sehen ja, es werden immer mehr Klienten, die Situationen um den Klienten, die Notsituationen werden immer vielfältiger. Es sind teilweise schon Coaching-Gespräche notwendig, um den da wirklich zufriedenstellend aus dieser Situation zu begleiten. Und ich finde Prozesse einfach wichtig. Das heißt, das eine geht ohne das andere nicht. Man kann natürlich, also ich bin voll bei Ihnen, wenn Sie sagen, man darf sich nicht domestizieren lassen, das wäre der falsche Weg. Nur am Prozessdenken kommen auch wir in der Caritas Kärnten, Entschuldigung, ich habe mich nicht vorgestellt, in der Caritas nicht vorbei. Uns, also ich kann nur sagen, uns fällt die Arbeit leichter, wenn wir im Prozess bleiben, es geht einfach leichter. Natürlich ist jeder Mensch anders, jeder Fall ist anders. Das ist ganz, ganz wichtig, aber trotzdem treffen wir uns ja alle beim gleichen Ziel, die Notlage zu lindern. Okay. Ja, ich möchte noch einmal was sagen zu diesem Stopp sagen und aber auch zu der Frage, die kam von da hinten, glaube ich, wird es irgendwo gelehrt, wie man sich dem entziehen kann oder wie man ja eben dieser Verbetriebswirtschaftlichung entgehen kann. Und ich mache seit Anfang Oktober gerade einen ganz neuen FH-Lehrgang zu NPO-Management und da war es ganz interessant, wir hatten dort eben auch Betriebswirtschaftslehre und dort ist uns sehr viel beigebracht worden, wie schlimm eigentlich Verbetriebswirtschaftlichung sein kann, wenn es eben dominiert,
gleichzeitig aber eben überhaupt keine Alternative angeboten im Sinne von, naja, und wenn ich das aber als Vorgabe kriege von meinen Geldgebern, was tue ich dann? Ja, also das heißt, es gibt zwar offensichtlich eine Erkenntnis, dass das schon sehr problematisch ist, aber überhaupt keinen Lösungsweg dafür. Und deswegen denke ich mal, ist es ganz wichtig auch, dass das heute gekommen ist und dass es ein bisschen um die Frage geht, spread the word. Also ganz einfach wirklich auch weitersagen. Und vor allen Dingen, was dann ganz wichtig ist, weil das ist halt meine Erfahrung immer gewesen, dass sich die sozialen, ja, also die Projekte und die sozialökonomischen Betriebe und so weiter auch gegeneinander ausspielen lassen haben. Gegenüber also von den Geldgebern und Geldgeberinnen. Und eigentlich müsste einmal die Erkenntnis da sein, aber das auch gelehrt werden, dass man sich eben auch da vernetzen soll und solidarisieren soll und wie denn das gehen könnte. Jürgen Mackerbrun, ich bin Geschäftsführer eines Arbeitsprojektes mit ca. 50 Mitarbeiterinnen. Und an mich wird vielfach die Frage von unten auch, oder von unten ist jetzt falsch, aber von den Mitarbeiterinnen gestellt, im Bereich Sozialarbeit ist hier nicht mehr möglich. Und für mich ist es klar, dass einfach andere Voraussetzungen notwendig wären, aber ich als Geschäftsführer bin dann in dieser Situation, wo fange ich an, wo löse ich, beziehungsweise wo sage ich dann schlussendlich auch bisher her und dann nicht weiter. Wir hatten die Situation bei Förderverhandlungen, wo es dann darum gegangen ist, wie lange dürfen Mitarbeiterinnen bei uns arbeiten, wo wir gesagt haben zusammen, zum Beispiel jetzt eine Zahl, 8 Monate, wenn es darunter geht, steigen wir raus aus dem Vertrag, alle gemeinsam und dann geht's los. Wo wir bei 6,5 Monaten gewesen sind, jeder natürlich, und das ist dann die Verantwortung, die ich gegenüber 50 Mitarbeiterinnen habe, die auch vielfach um 6 oder auch um 4 Monate Arbeit sehr froh sind. Wer macht es dann? Mit welcher Intuition dahinter? Welche Einstellungen und wo probiert denn doch noch jeder aus dieser, Entschuldigung, Scheißsituation noch das Beste zu machen? Und ich glaube, von dem Ganzen, von der Einstellung, die hier viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen, lebt das ganze System überhaupt noch. Wenn wir nur, ich sage, in der Verantwortung gegenüber meinen Schlüsselkräften, die vielfach einen Spagat machen, der aus meiner Sicht weder gesund noch vernünftig ist, aber die sind einfach aus einer persönlichen Einstellung, die das Ganze mittragen. Wenn das nicht mehr wäre, würde viel zusammenbrechen. Und ich stelle mir wirklich in der letzten Zeit vielfach die Frage, soll es nicht dazu kommen? Weil die Mitarbeiterinnen kommen zu mir, ich verstehe es, ich trage es nach oben zu den Fördergebern. Ich war bis beim Ministerium. Jeder sagt, oder das Schlimmste, was ich dort erlebt habe, war die Aussage eines Sektionschefs, der es aber jetzt gecheckt hat, um was es wirklich geht. Der hat mir dann schlussendlich gesagt, es tut mir leid, aber ich kann Ihnen keine andere Auskunft geben, als die Richtlinien und Gesetze werden für die Institutionen gemacht und nicht für die Menschen. Und da denkst du dann schon viel mal, für was mache ich das Ganze und lasse es nicht zusammenbrechen. Also, wo schafft man es wirklich, diese Solidarität zu bündeln und herzubringen, dass es wirklich Bewegung gibt in der ganzen Sache, weil das wäre notwendig. Ein Einzelner geht unter und ein anderer springt ein. Und das ist nicht nur bei kleineren, sondern auch im größeren Stil. Also da denke ich, da ist einfach das große Problem da derzeit.
Okay, widersprüchliche Optionen. So ein Stück das Thema. Ja, gern. Wie wir derzeit versuchen, das zu lösen, weil ich natürlich auch weiter denke, weil ich merke im politisch-gesellschaftlichen Bereich, da tut sich nichts, also habe ich langsam aufgegeben, dass sich hier Lösungen ergeben können, dass ich spüre, dass mein Denken dann auch Richtung Wirtschaftlichkeit geht, aber ich das derzeit als einzige Möglichkeit sehe, doch noch handlungsfähig zu bleiben und das durch bei uns jetzt in unserem Fall das Glück haben, dass wir einige gute Kunden haben, die bereit sind, faire Preise zu zahlen, und wir versuchen hier ein System zu suchen oder auch zu finden, in dem wir Arbeitsbedingungen bieten können, die besser sind, als wie wir sie in dem Gängelband der Förderlandschaft bieten können. Ist ein heißer Ritt, aber ich denke, doch realistischer vielfach, als noch viele Jahre darauf zu warten, bis von oben irgendeine Lösung kommt, die uns wieder ein normales Arbeiten ermöglicht. Das Thema ist Ausstieg aus der Förderlogik, zumindest zu einem Teil. So, okay, als eine Option. Eine Abschlussrunde und bitte an euch, auch ein Stück weit wieder mit diesem Thema Optionen auch, wer auch immer Lust hat anzufangen. Ich finde, das haben Sie sehr realistisch geschildert, was Sie gerade gesagt haben. Ich kenne die Situation in Deutschland also sehr häufig. Und für die mittlere Leitungsebene ist dann eben wirklich das Stehen zwischen Baum und Borke, und dann kommen eben möglicherweise solche Lösungen am Ende, wo man denkt, das ist immerhin noch etwas Sinnvolles für einige Leute, aber ändern wird sich dadurch natürlich auch nichts. Na, das ist Ihnen ja auch sicher klar. Also ich denke, wir müssen Wege suchen, wie wir, wenn wir nicht die Politik direkt selbst erreichen, wie wir möglicherweise auch über öffentlichkeitswirksame Dinge bekannt wird, wie wir arbeiten und wie wir arbeiten müssen und was wir eigentlich tun. Ich halte das für unheimlich wichtig, wenn man sich so umschaut, das weiß eigentlich keiner. Also es weiß ja sowieso kaum einer, was soziale Arbeit ist. Aber dass die soziale Arbeit derzeitig in solchen schwierigen Bedingungen steckt und eigentlich gezwungen ist, Dinge zu tun, die eigentlich, sagen wir mal, für die Klienten vielleicht sogar kontraproduktiv sind, das weiß keiner. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich träume auch immer davon, dass sich meinetwegen wenigstens in einer Stadt die Träger mal zusammentun und sagen, für diesen Preis tun wir das alle nicht mehr. Wäre ja möglich, das würde auch sofort funktionieren. Aber das System funktioniert ja, dass jeder denkt, na und wenn ich dann das nutze und mich billig anbiete, dann habe ich es. Und deswegen kommt es nicht dabei raus. Ich will mal von einem Beispiel erzählen, was wir versuchen, wovon wir uns was versprechen. Wir sind im Moment in Berlin in unserem unabhängigen Forum, das wir vor einem Jahr gegründet haben, kritische soziale Arbeit, dabei Interviews zu führen mit Praktikerinnen über ihre Arbeitssituation. Und wir wollen ein Buch herausgeben mit dem derzeitigen Arbeitstitel Tagebuch soziale Arbeit, wo Sozialarbeiter aus allen Arbeitsfeldern der sozialen Arbeit schildern, was eigentlich wirklich an ihrem Arbeitsplatz los ist. Und alle Themen, also angefangen von der Bezahlung bis hin dazu, dass sie eben zwischen solchen Entscheidungen stehen. Und ich muss sagen, ich habe ja nun 36 Jahre soziale Arbeit hinter mir, aber was ich in den Interviews höre, was im Moment wirklich los ist, da kriege ich dann doch bald graue Haare drüber. Es ist unglaublich. Aber ich denke, wenn das wirklich mal an die Öffentlichkeit gerät, und es ist natürlich die Frage, ob das dann gelesen wird, aber wenn man das in gewissem Sinne geschickt macht, vielleicht ja schon, dann wird überhaupt erstmal klar, was los ist. Und dann ist möglicherweise auch für die Politik nicht mehr möglich, solche Sprüche von sich zu geben, ohne dass sie dafür ordentlich eins drüber kriegen. Ich denke, wir müssen einfach deutlich machen, was los ist. Dieses Schweigen unter solchen Bedingungen, immer noch schweigen, immer noch schweigen, immer noch schweigen, nicht nur dem Träger gegenüber, sondern überhaupt, also versuchen individuell mit diesem Schicksal klarzukommen. Es ist genau das, was erwartet wird und genau das, was auch weiter noch funktionieren wird. Also ich höre ja so raus, dass es bei Ihnen insgesamt noch nicht so schlimm ist wie bei uns, und da erwartet Sie noch einiges. Also bei uns ist es zum Teil wirklich so, dass man es heulen kriegen kann,
wenn man die Schicksale hört und wenn man die Arbeitsbedingungen hört. Es ist zum Schreien und trotzdem schweigen die meisten immer noch. Ja, und ich glaube nicht, dass irgendwann in der Politik mal einer merkt, dass sie da irgendwas falsch machen. Also ich glaube nicht so sehr an die Integrationsphase der Organisation, vielleicht der Organisationen, aber da stecken ja Politiker dahinter, die das nicht unbedingt möchten, dass sich die Sache wirklich verbessert, weil sie viel zu teuer ist und weil sie vielleicht auch inhaltlich nicht gewünscht ist. Das können wir wirklich nur versuchen, in irgendeiner Weise selber an die Öffentlichkeit zu bringen und zu hoffen, dass mit so einem öffentlichen Druck dann tatsächlich auch die Politik merkt, dass sie sich nicht alles leisten kann. Dankeschön. Ja. Danke. Wie auch immer. Vielleicht, ich glaube, das war ein Missverständnis, dass ich sage, ich bin gegen sozusagen Prozessdenken oder was auch immer. Ich bin nur gegen völlig durchstandardisierte, durchmodellierte Prozessbeschreibungen, wo es sozusagen nicht irgendwann einmal ein Abweichen nach links oder nach rechts gibt, wenn man vielleicht selber einen Eigensinn hat und die Klienten sowieso. Ja? Oder ja, wo alles eben nicht so klar kalkulierbar und planbar ist und wo es auch manchmal Rückschritte gibt und so weiter und so fort. Kann man vielleicht auch eine Schleife machen, wo es das Thema Konkurrenz, Kooperation, denke ich mir, ist ganz ein wichtiges. Ich meine, es ist sogar sozusagen in den Köpfen vieler angekommen, dass man sagt, naja, der andere, die andere, keine Ahnung, die anderen sind Konkurrenten, die anderen Einrichtungen und so. Und man bezeichnet, ihr habt das schon gehört, man bezeichnet sie so. Und was das ist schon quasi zum Teil bei vielen internalisiert. Und es ist vergessen worden, dass es eigentlich um Kooperation geht und dass man damit Erfolg hat. Also ein schönes Beispiel ist, in Tirol haben sich alle Behinderteneinrichtungen zusammengetan und also auf Geschäftsführerebene, glaube ich, und haben gesagt, wir verhandeln mit den Landen nur mehr nach Absprache. Ja? Nicht, dass die uns da spalten und sozusagen den einen, ja, da gibt es den Tagessatz und da gibt es einen anderen und so weiter und so fort. Also sowas finde ich großartig. Ein weiterer Punkt ist, was ich glaube, das wichtig ist wachsam zu sein. Ja? Also man ist irgendwie im Hamsterrad in der Tretmühle. In deinem Buch steht, der Alltag verändert sich schleichend. Ja? Und sich immer wieder zurückzulehnen und sagen, na, und was sind das für Zumutungen, wie kann ich mich dagegen wehren, lasse ich mir das noch zumuten. Ja, und dann gibt es ja immerhin noch die Möglichkeit, sich zu organisieren. Und ist schon einiges. Genau. Okay. Insbesondere denke ich mir, ist wichtig, immer auf Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen Ebene. Mhm. Ja. Danke. Ich wiederhole mich vom ersten Teil des Workshops. Bei der Diskussion fällt mir wieder der Essay bzw. der Artikel ein von Helga Krämer-Schäfer, der gemeint hat, soziale Arbeit wird keine sozialen Probleme lösen können. Das meine ich nach wie vor so und das gilt es auch, glaube ich, sich inhaltlich vielleicht auch einmal genauer anzuschauen. Die schwierigen Situationen, die jetzt beschrieben sind, auch von Ihnen, ich meine es jetzt nicht zynisch, aber da geht es wirklich um komplexe Wirkkräfte, da wo man sich immer wieder mal wirklich ohne Ausweg sieht. Mir fallen da zwei kluge Taktiker ein. Einmal wäre das Niccolò Machiavelli mit seinen Theorien zum Principe, der sehr gut beschrieben hat, wie man in solchen schwierigen Situationen auch mal unliebsame Entscheidungen treffen muss, um letzten Endes zu einem Ergebnis zu kommen, das in der Nachschau verdeutlicht, dass die Entscheidung die richtige war. Und der zweite ist der Clausewitz, der ja der erste wirkliche Kriegstheoretiker war, der beschrieben hat, dass ein Krieg nicht auf dem Schlachtfeld und anhand von der Größe der Truppen entschieden wird, sondern drei Viertel auf einem anderen Spielfeld entschieden wird, nämlich dort, wo die Dinge unvorhergesehen sind. Und da kann man auch da und dort ein Rad an der Geschichte drehen, aber mehr kann ich nicht dazu beitragen. Danke.
Ja, na, wenn ich das mit Clausewitz gleich versuche vorzuspielen, der hat ja auch sehr gut herausgearbeitet, dass jede Offensive einmal an einen Kulminationspunkt kommt und dann kippt die Geschichte. Also ich meine auch, dass diese fehlverstandene betriebswirtschaftliche Offensive irgendwie so ungefähr vor Moskau steht. Ne? Clausewitz hat ja die napoleonischen Kriege verarbeitet. Also man soll es nicht nur düster sehen. Und ich glaube, man soll schon auch aufmerksam schauen, wie läuft es bei den anderen. Also ganz vordergründig gesehen, die Bauwirtschaft, die Automobilindustrie, die Energiewirtschaft betreiben heftige Konkurrenz, aber sind höchst effektiv, ihre gemeinsamen Interessen durchzusetzen, zu unserem Leidwesen in verschiedenen Bereichen. Also da sollte man sich schon das auch als Vorbild nehmen, wie die das schaffen. Ich bringe jetzt noch ein ganz anderes Beispiel. Es gibt die Bundeshaushaltsrechtsreform und die haben auf der Ebene von Riesenressorts maximal fünf Wirkungsziele, können auch drei sein, maximal fünf Maßnahmen und maximal fünf Ergebnisziele. Und haben auch bewusst verzichtet, was viele MPOs haben, diese Ziele über drei Ebenen runterzubrechen, sondern auf der Zwischenebene konkrete Maßnahmen. Also zum einen ist es interessant, sich das anzuschauen, zum anderen ist das auch durchaus ein Argument, wenn man mit Fördergebern, öffentlichen Finanzierern verhandelt. Also ich meine, einerseits muss man schauen, was ist das Eigentliche von Sozialarbeit, und zum anderen muss man wirklich schauen, was läuft anderswo und wie können wir das für uns nutzen. Also auch zum Thema Zahlen, da gibt es also einiges an theoretischer Auseinandersetzung, dass das halt nicht die Wirklichkeit an sich ist, sondern eine verzerrte und unvollständige Abbildung von Wirklichkeit mit allen möglichen Implikationen. Also ich glaube auch, man muss auf verschiedene Weise kommunizieren. Ich glaube auch, dass es nicht reicht, also wenn sich Sozialarbeiterinnen zusammenschließen, also bin Mitglied der kriminalpolitischen Initiative, die sehr interdisziplinär ist, und wir haben in diesem speziellen Feld also in den letzten Jahren einiges erreicht. Also ich glaube, man muss bereit sein, Grenzen zu überschreiten und einerseits in einer Weise, die die Leute, die mehr Macht haben, als wir sie haben, nicht so sehr verstört, und aber andererseits auch Wege zu finden, sie zu verstören und beides miteinander geschickt zu kommunizieren, zu verbinden. Und das halte ich für durchaus möglich. Vielen Dank an alle, die diesen Workshop mitgestaltet haben. Ich halte es kurz. Einen feinen Abend noch. Ich glaube, jetzt ist Abendessen angesagt. Dann gibt es einen Film. Morgen gibt es auch noch einen Tag. Weiter eine gute Armutskonferenz für Sie, für euch. Danke.